Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Mario und Luigi Superstar Saga weiter. Wir sind bei der Lachlagune angelangt. Beim letzten Mal haben wir ja Erweiterungen für unsere Feuer- und Blitzhände gelernt. Und ja, das Feature dürfen wir jetzt offensichtlich noch ein paar Mal ausprobieren und auspacken, um die kleinen Rätseleinlagen hier absolvieren zu können. Und wir gucken einfach mal, wie das Ganze dann jetzt hier so weiterlaufen wird. So, in der Lagune selber scheint es unabdingbar zu sein, dass wir hier und da und dort auch immer noch mal wieder ins kühle Nass abtauchen. Um dann gegen zahlreiche Cheep-Cheeps zu kämpfen. Ups. Oh, yeah. Toll. Seine olle Herzchen. Fähigkeit. Da muss man doch. Da muss man doch ausweichen können. Das muss doch irgendwie funktionieren. Cheep-Cheep-Cheep-Cheep. Oh. Wow. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Und da ist der Cheep-Cheep ein ganz klein bisschen sauer. Normale Cheep-Cheeps können sich aber eigentlich nicht in so Stachel-Cheep-Cheeps verwandeln. Dafür gab es doch andere Gegner in Super Mario World. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißen. Diese komischen Seesterne. Ups. Ihr wisst schon Bescheid. Ihr wisst es doch bestimmt aus dem Stegreif, oder? Wie die da heißen. Eventuell ja. Düp-dü-dü. Irgendwie so einen komischen Wasserseeigel oder so. Dort oben ist auch ein Weg. Lachlagunen-News. Fontänenströmungen. Am Meeresboden steigen von Vulkanaktivitäten erhitzte Ströme aus dem Boden auf. Breitet man die Hände aus und lässt sich von der Strömung tragen, kann man mit ihr aufsteigen. Aha, so können wir die Ebene hier wechseln. Das ist gut. Was ist das für ein riesengroßer Robo-Blooper? Okay. Haben ein bisschen was von Robocop. Toll. Du-du-du. Der Blooper des Todes. Der Gerechtigkeit bringt. Seine Gerechtigkeit. Und der Schnuggelwillis verschießt. Jetzt sehe ich das auch erst. Seine Tentakel sind Schnuggelwillis. Was mag das nur zu bedeuten haben? So. Oh. Okay. Also immer, wenn man ihn angreift, macht er einen Konter. Ist das möglich? Jetzt hat er aber alle seine Schnuggelwillis verschossen. Können wir hier mit Elektro ein bisschen zusätzlichen Schaden verursachen? Ja, können wir. Können wir mit Feuer zusätzlichen Schaden verursachen? Ja, können wir. Gut. Der Robo-Blooper ist also elementarmäßig ein bisschen anfällig. Dup, 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 dup. Wir hatten ja schon anhand der Karte gesehen, dass es ein relativ großer Abschnitt ist. Die Frage ist, wie viele dieser Abschnitte hier sind tatsächlich mit zahlreichen Gegnern gespickt. Wir hoffen einfach mal das Beste. In jedem Falle gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten, um Erfahrungspunkte und dergleichen einzuheimsen. Und das wollen und brauchen wir ja. Ich habe gerade überlegt, bei so einem Konter, ob er dann wirklich alles verschießt? Nee. Ich glaube, das waren jetzt drei oder so, die er verschossen hat. Da war das Timing von mir jetzt wieder nicht gut. Du-du-du-du-du. So. Eventuell hätte man schon früher besiegen können. Egal. Viele gute Erfahrungspunkte. Also hier könnten wir mit der gelben Röhre dann wieder direkt nach oben. Wir bleiben erstmal auf dem Boden der Tatsachen und gucken uns hier auf dem Meeresboden weiter um. Für irgendwas muss ja auch dieser Weg zum Beispiel hier gut sein. Superpilz. Ist es nur... Ist es ein Itemgebiet? Oh. Lachbohne. Und... Na? Ein paar Münzen. Nebenbei immer mal wieder auf den Boden gucken. Ich versuche drauf zu achten, ne? Wenn mir diese komischen Bohnenfelder auffallen oder so, dann versuche ich mir die natürlich mit Luigi zu holen, aber seht es mir nach, wenn ich nicht immer alles sehe. So. Okay, verstehe ich noch nicht. Was? Wenn man die... Moment, wie war nochmal der Text? Breitet man die Hände aus und lässt sich von der Strömung tragen, kann man mit ihr aufsteigen. Was meinen die denn mit ausbreiten? Normal schwimmen meinen die ja offensichtlich nicht. Da komme ich nicht hoch genug. Okay, dann hat es irgendwas mit den Fähigkeiten zu tun. Hände ausbreiten, vielleicht so?
Nee. Vielleicht so? Nee. Oder ist es viel simpler gemeint? Viel simpler gemeint. Und es geht einfach nur darum? Oder, nein, halt, Moment. Hand ausbreiten. Vielleicht das hier? Ah, alles klar. Gut. Dupdidup. Upsala. Das war... dann doch easy. Interessante Frage. Wenn ich jetzt hier oben bin, schaffe ich es... toll. Schaffe ich es mit einem beherzten... mit einem beherzten Schwimmer auf die linke Seite rüber, um mir meine Belohnung in Form eines Fragezeichenblocks abzuholen. Das sollte doch im Bereich des Möglichen liegen, oder? Dupdidupdidu. Ach, wie sehr mich dieser kleine Knutsch-Seestern mag. Ich bin geradezu entzückt. Wie ich das Timing auch einfach nicht mit den Fischen hinbekomme. Aber es ist egal. So, tschüss. Dankeschön. Let's go. Also hier ist sowieso nur die Röhre. Genau. Okay, also hier kommen wir wieder nach oben. Ich versuche mal rüber zu schwimmen. Und es funktioniert. Danke. Hier links ist kein Weg. Es geht hier tatsächlich nur darum. Pilz. Geht es meinen Charakteren eigentlich gut? Ich achte da so wenig drauf. Luigi bekommt ja sowieso allen naselangen HP wieder zurück. Ja, Mario hat auch nur über 50. Ist in Ordnung. Den geht's super. So. Ab nach oben. Hoffentlich ist da irgendwo eine Karte, sodass wir mal gucken können, wie weit wir jetzt mit der Lagune vorangeschritten sind. Ja, sowas in der Art habe ich mir gewünscht und vorgestellt. Okay, das war der untere Abschnitt hier. Genau, jetzt sind wir da lang gegangen. Von da links sind wir ja gekommen, ne? So. Das ist bestimmt wirklich der Rückweg von dort unten, Mitte und so weiter. So, dann gehen wir erstmal so und dann landen wir da auch irgendwann. Das wird auch ein ganz toller Unterwasserabschnitt mit Sicherheit. Ah, ja. Also, jo. Ist noch ein bisschen. Kann die Sternbohne nicht langsam aber sicher mal einfach irgendwo hier rumliegen? Ich meine, was sollte das? Die ist nur ein bisschen... die war nicht weit weg von uns, wenn wir mal ehrlich sein wollen. Die war wirklich nicht weit weg von uns. Also, so weit kann die gar nicht fortgetragen worden sein. Und so schnell kann sie gar nicht gefunden worden sein. Mr. Luigi. Ich glaube, wir müssen so vorangehen. Ja, das hat erstaunlich gut funktioniert. Die sind schnell. Also würde ich doch davon ausgehen, dass wir hier wirklich auch schnell durch müssen, oder? Ja, genau. Gut, gut, gut. Hoppsala. Ja. Ich war kurzzeitig überfordert. Mann! Mit diesem Action-Menü. Dadurch, dass es aber auch... wir haben mittlerweile den normalen Sprung. Dann haben wir ihren Zusatzsprung. Dann können sie noch den Hammer auspacken. Dann haben sie noch ihre Handfähigkeit. Also ist ja auch alles in Ordnung und schön, dass die so viel lernen und so viel können. Ich bin ja auch geradezu ein ganz klein bisschen verliebt in diese ganzen Gameplay-Mechaniken, weil das halt wirklich viel Zeug ist. Aber mitunter im Eifer des Gefechts kann es auch mal ein bisschen überfordern. Dupdidu. So. Sprung 2, 5, 6. Ich kämpfe aber gerne gegen die Koopas. So. Gucken wir mal kurz. Ja. Kann es sein, dass die Koopas ganz uneigennützig erst einmal wirklich den heilen, der anders ist? Also der kein Koopa ist? Oder würden sie... oder ist es komplett random, wen sie heilen? Ich bin mir unsicher. Erstaunlich, dass das so gut funktioniert hat. So, Mario, Level 29. Du musst ein bisschen aufholen, lieber Mario. Du warst zu lange im Krankenbett, es tut mir leid. So, bitte, auch ein paar HP. Oh, come on. Plus 5. Plus 5. Mamma mia, es wäre so schön gewesen. So. Dupdidup. Ah, guck mal. Da lernen wir... oder sehen wir schon... da können wir dann gleich mit Luigi wieder ein bisschen agieren. Ich freue mich schon voll darauf, dann wieder diese ganzen anderen Sachen
rückblickend erforschen zu können. Wobei es die Frage ist, wie viel wir davon dann tatsächlich machen oder in wie viel wir dann im Nachhinein nochmal reinstolpern. Die streben momentan keine 100% in dem Spiel an. Das liegt aber einzig und allein auch einfach an der Tatsache, dass ich nicht so 100%ig weiß, was mit den 100% alles verknüpft ist. Was ich mir da noch antun müsste. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn ich mir da nochmal einen Guide angucke oder so. Level 30. Sehr gut. Level 30, Luigi. Level 30, Luigi. Verteidigung hatten wir mit dir bestimmt auch schon länger nicht mehr, ne? Ich weiß, dein Verteidigungswert ist sowieso schon so hoch, aber mehr Verteidigung kann eigentlich nie schaden. Dupdidup. Oh, Hilfe. Moment. Versuchen wir unser Glück. Was bist du denn für ein seltsamer Wicht? Bumerang-Bruder. Sahen die früher nicht irgendwie ein bisschen normaler aus? So wie normale Hammerbrüder halt aussehen? Ich bin ein wenig irritiert. Ups. Aber okay. Er wirft seinen Bumerang jedenfalls nicht. Erstaunlicherweise. Er hat nicht so viel Lust drauf. Jetzt wirft er ihn. Ja, okay, alles klar. Die Idee für einen Angriff ist natürlich gut. So, mach's doch nochmal. Wirf nochmal deinen ollen Bumerang. Ja, cool. Wie sie alle getroffen werden. Weil ich das Timing einfach verchecke. Eieiei. Na los. Vielleicht hätte ich auch mal Spezialfähigkeit aktivieren sollen. Vielleicht ist er irgendwie anfällig gegen... Ja, gegen Feuer oder... Whatever. Düpp, düpp, düpp. Gegen die normalen Techniken jedenfalls ist er relativ gut gefeit. Okay, so. Hammer, wir machen erstmal den Goomba hier weg. So, und jetzt dürft ihr. Also, alle. Wop, wow, auch eine interessante Methode, um einen Bumerang zu werfen. So trifft er... So greifen sie natürlich wirklich nur einen an von uns. Sehr schön. Okay, nicht gut. Also mit Feuer werden sie geheilt. Und wie sieht's mit Elektro aus? Elektro ist deren Schwachstelle. Ist auch strange, ne? Ich meine, sie werfen mit einem Holzbumerang. Also, warum genau sind sie jetzt gegen Feuer immun? Das hat doch hinten und vorne, das ergibt doch absolut keinen Schnusinn. Wenn ich das mal so sagen darf. Düpp, düpp, düpp. Okay. Moment, aber der war jetzt nicht anfällig. Oder? War der Treffer vorhin einfach nur so gut? Ich check's nicht. Da war doch ein... Da war doch das Symbol für... Oder nicht? Hab ich mich so verguckt? Ich dachte, da wäre das Symbol gewesen für... Ist anfällig. So. Hier kommen wir nicht rein. Schade. Oder? Also... Wir brauchen hier den besseren Hammer. Nee, das haben wir schon gesehen bei den Hammerkollegen. Also, wir brauchen hier den besseren Hammer. So, Lachlagune. Rätselhafte Items Teil 2. Wirbelblock. Stößt man wirbelnd gegen diesen Block, so fliegt er in die Richtung, in die man ihn wirbelt. Es macht nichts aus, wenn er an einen falschen Ort fliegt. Er kehrt nämlich zum Ausgangsort zurück, während ihr nicht hier seid. So ein seltsamer Block ist das. Wenn man gegen ihn wirbelt... Also so, ja. Okay, so war das mit Sicherheit nicht gemeint. Gut, mir war ja nicht bewusst, wie weit der komische Block fliegt. Alles klar. Er fliegt immer so weit, bis er wahrscheinlich auf irgendetwas trifft. Also versuchen wir jetzt mal so. Genau. Und dann so. Und dann gehen wir so rüber. Und alles ist schnuffig. Gut. Und jetzt muss ich wahrscheinlich sowieso den Raum nochmal neu betreten, ne? Weil hier kommen wir jetzt nicht rüber. Ja. Dupdi-dupdi-dup. Wey. Auch ein cooler neuer Rätselblock. Alle Nase lang packen sie irgendwelche neuen Sachen aus. Je länger man das Spiel spielt, desto mehr ist man, glaube ich, irgendwie begeistert, oder? Dupdi-dupdi-dup. Zumindest so lange, bis es irgendwann vielleicht doch ein bisschen knackig und unfair wird. Ich hoffe, der Moment wird nicht eintreten.
bei meiner Spielweise, aber wir werden sehen, wie es so läuft. Ich verstehe jedenfalls jetzt, warum die Mario und Luigi Reihe auf den Handheld, verschiedenen Handhelds, das hat sich ja jetzt vom Game Boy Advance zum Nintendo DS bis zum Nintendo 3DS gezogen. Ich verstehe jedenfalls, warum das so beliebt ist oder beliebt geworden ist und warum es da jetzt so viele Teile mittlerweile gibt und auch Remakes und dergleichen. Wenn die allesamt auch nur andeutungsweise mit so viel Liebe und Humor gemacht worden sind, dann ist das schon echt cool. Okay, ich habe schon gelesen, dass der letzte Teil, der fünfte, wohl irgendwie jetzt also eher mittelprächtig gewesen sein soll oder so, aber egal. Die interessante Frage ist ja jetzt, dadurch, dass ja quasi der Nintendo 3DS nicht mehr mit neuem Spielefutter versorgt wird, die interessante Frage ist jetzt, wandert damit die Mario- und Luigi-Reihe genauso wie, also parallel mit Paper Mario auf die normalen Konsolen, also auf den Nintendo Switch jetzt über, oder nicht? Das wäre irgendwie auch eine coole Sache, oder? So eine Mario und Luigi Collection für die Nintendo Switch? Ich meine, wenn sie das Ganze mit der 3D Collection machen, von mir aus können sie dann irgendwie auch die Teile dann als Collection für die Switch rausbringen. Das hätte schon was für sich. Okay, gut. Eventuell vertiefen wir das Thema nochmal, vielleicht aber auch nicht. Mal gucken. Für den Moment machen wir erstmal eine Pause und setzen unser Abenteuer beim nächsten Mal genau hier fort. Ich sage jetzt erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.